Gut, langsam auspendeln. Linker Arm hoch. Wir klopfen von der Schulter bis vor zu die Finger. Hand umdrehen auf der Rückseite. Wieder zurück bis zur Schulter. Die Seite wechseln. Lasst euch nicht irritieren, ich muss nur schnell was umstellen. Gut. Gut, fertig machen. Hände auf den Rücken, wir klopfen an den Beinen, an der Rückseite nach unten. Und an der vorderen Innenseite wieder nach oben. Kopf auf die rechte Seite, rechte Hand, linke Halsseite. Ganz leicht klopfen und die Muskeln etwas lockern. Die Seite wechseln. Kopf nach links, linke Hand, rechte Halsseite. Beide Hände ins Genick, ganz vorsichtig im Genick klopfen. Auf den Kopf. Nach vorne aufs Brustbein. Bauch. Einmal ausschütteln und ausatmen. Die Hände reiben. Und ausschütteln. Die Ohren reiben, oben anfangen und langsam bis zum Ohrläppchen arbeiten. Und ausatmen. Ein zweites Mal. Und ein drittes Mal.
Und ausatmen. Hände auf den Rücken, linker Fuß nach vorne, auf die Ferse. Dreimal nach vorne, die Beinrückseite etwas dehnen. Jetzt hakt es ein bisschen. Ja, er hat gerade gesagt, meine Internetverbindung ist instabil. Keine Ahnung warum. Wir hören dich. Seht ihr mich? Prima. Wieder gerade stehen, Energie einsammeln. Die Hände gehen hoch, wir atmen ein. Die Hände gehen langsam runter, wir atmen aus. Noch einmal. Und ein viertes Mal. Die 18 Figuren der Harmonie gleich anschließend alle 6 Mal. Chi heben und senken. Hände gehen hoch und wir drücken nach unten. Die Hände gehen hoch, wir atmen ein, ranziehen, nach unten drücken, ausatmen. Noch einmal. Die Brust öffnen, die Hände gehen wieder hoch, einatmen, wir öffnen den Brustkorb. Hände gehen wieder vor und ausatmen. Einatmen und aus. Und ein letztes Mal. Und ausatmen. Den Regenbogen schwingen. Wir stellen uns etwas breiter hin. Wir halten einen Regenbogen zwischen den Händen und wir schwingen den Regenbogen nach rechts und links. Prima, wieder zurück zur Mitte kommen. Die Wolken teilen, die Hände gehen vor dem Körper nach oben. Wir atmen ein, wir stechen durch die Wolken. Hände öffnen und die Wolken zur Seite schieben. Einatmen, die Hände gehen hoch. Wolken zur Seite schieben, ausatmen. Noch zweimal.
Und ein letztes Mal. Prima. Die Affen abwehren. Die linke Hand geht zuerst vor. Die rechte schiebt über die linke. Ein letztes Mal. Prima. Hände runternehmen, über den großen See rudern, Schultern rollen, die Paddel fassen und zurückziehen. Noch einmal. Und zurückziehen. Prima. Den Kelch vor die Brust halten. Linke Hand geht nach hinten, rechte Hand holt Schwung zur linken Seite. Rechte Hand geht nach hinten, linke Hand holt Schwung zur rechten Seite. Und nach links. Und nach rechts. Ein letztes Mal nach links. Nach links den Mond anschauen. Beide Hände gehen nach oben. Wir schauen durch die Hände. Und zur rechten Seite. Und nach links. Prima. Hände langsam runternehmen. An die Hüfte. Die Hüfte drehen und mit der Handkante stoßen. Wir beginnen mit der linken Hand nach rechts. Und mit der rechten Hand nach links. Linke Hand nach rechts. Linke Hand nach rechts und rechte nach links. Prima. Die Wolkenhände. Wir beginnen auf der rechten Seite. Die linke Hand ist oben. Wir drehen uns nach links. Tauschen die Hände und drehen uns nach rechts. Und nach rechts. Prima. Rechte Hand langsam senken. Linker Fuß 45 Grad nach vorne stellen. Zum Meer neigen und zum Himmel schauen. Wir beugen uns nach unten. Wir sammeln ein. Gehen nach oben und wir geben ab. Einsammeln. Thank you.
Prima. Das Boot über das Wasser schieben und der Welle helfen. Wir schieben das Boot nach vorne. Ein letztes Mal. Und die Flügel öffnen. Anderen Seite, rechter Fuß nach vorne, zum Meer neigen und zum Himmel schauen. Das Boot über das Wasser schieben und der Welle helfen. Und die Flügel öffnen. Langsam wieder zurück in die Grundstellung. Hände an die Hüfte, mit der Faust stoßen. Wir beginnen links, ganz langsam nach vorne stoßen. Öffnen, eindrehen und wieder zurückziehen. Andere Seite. Und wieder links. Und rechts. Und ein letztes Mal links. Und rechts. Gut. Wie eine Wildgans fliegen. Die Hände gehen hoch und wir schwingen nach unten durch. Hände oben lassen, den Flugreifen drehen. Stellt euch vor, ihr habt einen großen Hula-Hoop-Reifen. Den drehen wir von rechts nach links.
Den Ball prellen. Linker Fuß hoch, rechte Hand. Und die andere Seite. Prima. Und die Energie einsammeln, dreimal. Und ins Dantien bringen, der Energiepunkt unterhalb vom Bauchnabel. Prima. Ihr habt alle ein Bild, ihr habt alle was gesehen, oder? Ja, perfekt. Gut, da war kurze Trinkpause. Ja gut, wenn das so gut klappt, können wir das ja zwei, dreimal die Woche machen jetzt dann, bis wir wieder was Richtiges machen können. Mhm. Wenn das wäre so eine coole Sache. Bitte? Wäre eine coole Sache, macht Spaß. Okay, ja. Auch die Männer, die jetzt hier irgendwo hinten am Türrahmen stehen und mit reinschielen, die können gern auch mitmachen. Wir verraten auch nichts. Also. Mal schauen. Ja. Noch steht keiner. Ja. Okay, Tiger Mountain Tai Chi Gong. Das ist diese Form, wo man nur den einen Schritt nach rechts machen und der Rest mit den Händen. Ich sage wieder alles an. Chi heben und senken. Einen Schritt nach rechts, die Wolkenhände, alle Bewegungen sechsmal. Rechts, links, Mädchen am Webstuhl, nach rechts die Abwehr und nach links. Und nach rechts. Nach links. Links, die Hände bleiben oben, gehen nach vorne. Himmel und Erde miteinander verbinden. Die linke Hand zur Erde, die rechte zum Himmel. Fest auseinanderdrücken. Die Seite tauschen, die rechte Hand nach unten, die linke nach oben. Und wieder wechseln. Und zur anderen Seite. Und ein letztes Mal wechseln. Oh, meine Frau kommt gerade heim. Den Tiger abwehren. Rechte Hand geht hoch zur Abwehr, die linke Hand quer vor dem Bauch. Andere Seite. Linke Hand wehrt ab, rechte Hand quer vor dem Bauch. Ein letztes Mal nach links. Die Pferdemähne teilen.
nach rechts. Die linke Hand geht runter, streift über die rechte geht hoch. Auf der rechten Seite den Ball halten, linke Hand geht hoch. Links den Ball halten, rechte Hand geht hoch. Ein letztes Mal auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Knie streifen und vor die Brust stoßen. Linke Hand fährt ab, rechte Hund schwung und nach vorne schieben. Und die rechte schiebt vor. Abwehren, linke Hohlschwung. Gut. Beide Hände runternehmen an die Hüfte. Wir machen eine Faust. Auf die Ohren schlagen, nach vorne. Eigene Kopfhöhe, eigene Kopfbreite. Und drei. Ein letztes Mal. Hände bleiben oben. Die Hände kreuzen. Einmal ist die linke Hand vorne, einmal ist die rechte Hand vorne. Und ein letztes Mal. Gut. Und die Energie den Berg hochschieben. Die Schulter nach hinten rollen. Wir holen Schwung und schieben nach vorne. Ein letztes Mal. Hände bleiben vorne. Ganz langsam runternehmen. Rechter Fuß zurück zum linken. Energie einsammeln. Immer. Ich sehe zwar von jedem bloßen Kopf, aber ich habe zumindest immer mal die Arme oben winken sehen. Gut. Energy Tai Chi. Habt ihr auch alle schon mal mitgemacht? Ganz locker stehen, Schultern hängen lassen, Füße zusammen. Hände gehen seitlich auf Schulterhöhe, wir atmen ein. Etwas sinken lassen, ausatmen. Handflächen drehen, Hände hochnehmen, einatmen. Fingerspitzen zusammen im Runtergehen, die Handflächen zusammen, ausatmen. Hände nach vorne, ein.
seitlich aus, nach oben rein, runter aus, nach vorne ein, ausatmen, Handflächen drehen, einatmen und sinken lassen, ausatmen. Einen Schritt nach links. Wir halten den Energieball vorm Körper. Nehmen die Hände hoch, streifen über den Kopf und drücken nach vorne. Zurücknehmen, großer Energieball, kleiner Energieball. Den Energiekreislauf des Körpers nachzeichnen, auf der Körperrückseite nach oben, über den Kopf, auf der Vorderseite nach unten und wieder zurück zur Mitte. Gut. Linker Fuß vor, der Kranich, die linke Hand geht hoch. Das sieht mich wirklich nicht. Seite wechseln. Rechter Fuß vor. Rechte Hand geht hoch. Gut. Nach links das Knie streifen. Hand holt Schwung. Das gleiche nach rechts. Rechte Hand wehrt ab. Nach links Peitsche. Und nach rechts die Peitsche. Hände bleiben oben, vor dem Körper sinken. Nach links Pferdemähne teilen. Ein Schritt. Und nach rechts. Nach links drei Bewegungen. Wolkenhände. Eins, zwei, drei. Füße bleiben stehen. Wir wechseln die Richtung. Eins, zwei, drei. Der goldene Hahn steht auf dem linken Bein. Und auf dem rechten Bein. Nach links der Spatz. An der Schulter fassen. Runterziehen. Wegdrücken. Schwung holen. Push. Zur anderen Seite. Nach rechts. Wegdrücken. Schwung holen. Push. Zur linken Seite die Energie einsammeln. Nach unten drücken. Hände seitlich hochnehmen. Nach vorne. Hände drehen. Also den Krach macht meine Frau im Hintergrund. Einen Schritt nach rechts. Gut. Prima. Aber das machen wir nochmal, das Ganze. Das war jetzt einmal für die Erinnerung und jetzt noch einmal. Hände seitlich.
nach vorne. Öffnen. Nach oben. Und sinken. Ein Schritt nach links. Energieball halten. Über den Kopfstreifen nach vorne drücken. Großer Energieball. Kleiner Energieball. Energiekreislauf nachzeichnen. Kranich, linker Fuß vor. Rechter Fuß vor. Nach links das Knie streifen. Und nach rechts. Nach links die Peitsche. Und nach rechts. Hände oben lassen, vor dem Körper runternehmen, Qi senken. Ball halten, nach links Pferdemähne teilen. Und nach rechts. Ball halten, rechte Hand geht hoch. Wolkenhände, drei Bewegungen nach links. Eins, zwei, drei. Richtung wechseln. Eins, zwei, drei. Der goldene Hahn steht auf dem linken Bein. Rechte Hand, rechter Fuß hoch. Und auf dem rechten Bein, linke Hand, linker Fuß hoch. Nach links der Spatz. Fassen, runterziehen. Wegdrücken. Schwung holen. Wegschieben. Zur anderen Seite. Runterziehen. Wegdrücken, Schwung holen, wegschieben. Energie einsammeln, zum linken Fuß hin. Rechter anziehen. Hände seitlich hochnehmen. Und nach unten.